Wie fühlt es sich eigentlich an, wenn man als Geburts- oder Wohnort Dachau angeben muss? Dieser Gedankengang war der Beginn eines Fotoprojekts, das aktuell im Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch gezeigt wird. Für die Ausstellung Nebenan, die Nachbarschaften der Lager Auschwitz 1 bis 3, reisten die beiden Stuttgarter Fotografen Kai Logis und Andreas Lange nach Auschwitz, um zu zeigen, wie das alltägliche Leben an einem Ort des Grauens stattfinden kann. Wie lebt es sich im Schatten einer einstigen Mordstätte? Wie funktioniert das Zusammenleben und das Erinnern? Um dem Zusammenspiel zwischen Alltag und Grauen näher zu kommen, reisten die beiden Stuttgarter Fotografen Kai Logis und Andreas Langen zwischen 2015 und 2017 für mehrere Wochen zu unterschiedlichen Jahreszeiten nach Auschwitz. Eine Dolmetscherin vor Ort besorgte ihnen Kontakte für erste Interviews und Aufnahmen. Dann haben sich aber auch sehr viele Zufallsbegegnungen ergeben. Wir sind da mit der Kamera rumgelaufen und haben eben unsere Kamera nicht direkt aufs Lager gerichtet, sondern auf irgendwelche Gärten und Häuser. Und da taucht dann oft schnell die Frage auf von den Bewohnern, was machen sie hier eigentlich? Wenn sie ihr Vorhaben und Projekt dann erklärten, gab es eine große Offenheit seitens der Bewohner, berichtet Logis weiter. Denn das eigene Schicksal dieser Menschen stünde meist im Schatten. Viele seien deshalb dankbar gewesen über das Interesse der beiden Fotografen. Doch wie ist es jetzt, nebenan zu leben, in der direkten Nachbarschaft der Lager von Auschwitz? Die Leute gehen sehr unterschiedlich damit um. Wir haben erlebt zwischen völligem Ausblenden, nichts davon wissen wollen, bis hin zu Menschen, deren Leben einfach grundsätzlich davon geprägt ist, von dieser Erfahrung und Traumatisierung oder von der Nähe. Also vor allem bei älteren Menschen, die die Vertreibung erlebt haben. Ein Mann habe beispielsweise einfach einen Wald zwischen seinem Haus und dem Lager gepflanzt, um Distanz zu schaffen, erinnert sich Logis. Seit dem 26. November ist die Ausstellung im Museum der Alltagskultur im Schloss Waldenbuch zu sehen. Aus hunderten Bildern wurden exemplarisch knapp 60 für die Ausstellung ausgewählt. Ich finde, das Spannende ist eben, dass vielleicht, wenn die Menschen jetzt an Holocaust denken, man erstmal diese sehr erschreckenden Bilder im Kopf hat von Leichenbergen etc. Und genau das zeigen aber die Bilder ja nicht. Also sie zeigen ja was sehr Alltägliches, also eine Situation, die wir alle irgendwie nachvollziehen können, zum Beispiel ein Kinderspielplatz oder wenn man die Wäsche aufhängt. Oft taucht erst auf den zweiten Blick dann das Thema Holocaust auf. Um tiefer in die Geschichte der Bilder einzusteigen, lohnt sich der Blick auf die beigefügten Texttafeln, die das Gesehene mit Hintergrundwissen füttern. Also ich finde dieses ein Foto sehr schön, was man sieht von einer Zeitzeugin, die am 27. Januar, der wird jedes Jahr ganz groß in der Schule gefeiert, das ist der Befreiungstag von Auschwitz, und da sieht man die Überlebende, die den SchülerInnen ein Autogramm gibt. Und ich finde das ja irgendwie sehr berührend, weil man da sieht, wie diese Generationen eben auch zusammenkommen und wie das Wissen dann eben auch weitergetragen wird, hoffentlich in den nächsten Generationen. Die Besucher der Ausstellung können sich vor Ort aber auch mit ihrer eigenen Erinnerungskultur und Nachbarschaft auseinandersetzen. Denn schreckliche Orte, die an die NS-Zeit erinnern, gibt es auch in unserer Region. Wenn auch nicht so hoch konzentriert wie in Auschwitz. Bis zum 8. Mai 2022 ist die Ausstellung noch zu sehen. Über die aktuelle Besucherregelung bezüglich der Corona-Pandemie kann sich tagesaktuell auf der eingeblendeten Homepage informiert werden.